Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fountain of Youth hier auf Adelbert TV. So, wir haben wieder blödes Wetter draußen, ist aber nicht schlimm. Gesalzene Schmalz ist gerade noch unterwegs, ist in der Herstellung. Ich habe das hier einmal komplett durchlaufen lassen, weil ich mal wissen wollte, wie viel da jetzt eigentlich reingeht. Aus den 30 Salzwasser kriegen wir 15 sauberes Wasser. Das heißt also, wenn wir das hier uns anschauen, wenn wir das Ding einmal voll machen, brauchen wir insgesamt ungefähr 8 Stunden Brennzeit, damit das Ganze hier voll wird. Das Meersalz habe ich mir schon rausgenommen. Das saubere Wasser lasse ich erstmal noch drin. Meine Behälter sind alle voll. Das brauchen wir gerade nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch, wenn mein Behälter nicht wieder voll wäre, das Ding hier wieder mit Salzwasser auffüllen und könnte es nochmal komplett durchlaufen lassen für 5 Stunden und dann für 8 Stunden und dann würde das laufen. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe jetzt hier schon mal ein paar Kupferbarren produziert, so dass wir hier jetzt hoffentlich diesen Topf gebastelt bekommen. Dafür muss ich aber natürlich erst wieder Feuer machen. Zack und zack. Und mit diesem Topf sollten wir dann hoffentlich in der Lage sein, 2 neue Baupläne wurden freigeschaltet, dieses Ding hier aufzuwerten. Das war das, was ich machen wollte. Dann machen wir hier direkt ein Upgrade rein. 2 von denen und 2 Lianenseile, die habe ich auf jeden Fall. Ups, das wollte ich so nicht. Brauche ich den Hammer, ne? Das ist das Problem. Ich brauche den Hammer in der Hand. Und dann sollte es eigentlich gehen. Ach nee, das Ding wird dann größer, ne? Dann stellen wir es erstmal hier hin. Interaktion. So, jetzt. Also, den Topf packen wir schon mal rein. Dann brauchen wir 2 von diesen starken Zweigen und 2 Lianenseile. Dürfte ich alles hier haben. 1, 2. 1 und hier liegt bestimmt auch noch einer. 2. Jawohl. Dann haben wir das schon mal fertig. Und dann bauen wir das Ding durch. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, Leder herzustellen. Dafür brauchen wir natürlich getrocknetes Leder, was ich nicht habe. Wasser brauchen wir und eine Baumrinde. Das ist also kein Problem. Und nur gucken, wo wir das Ding jetzt am geschicktesten hinstellen. Geh bewegen. Kann ich dich so da reindrehen? Nee, das macht er nicht. Okay, dann lassen wir das einmal sein. Dann bewegen wir dich noch ein bisschen weiter rüber. So, geh bewegen schön weit hier rüber. So, dann müssten wir den auch noch mal ein Stück bewegen können. So, und dann sollte der da irgendwie noch mit reingehen. So längs wahrscheinlich nicht mehr, aber so quer sollte es gehen. Da baue ich mir hier natürlich meine Durchgänge so ein bisschen, glaube ich. Aber es geht. Okay. Ich brauche definitiv mehr Platz. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Brennstoff hinzufügen, nehmen. Schmeißen wir noch mal ein bisschen Kupfer rein, wenn wir schon mal dabei sind. Und zünden den Spaß auch noch mal an. Also, dann haben wir das. Dann dürfte jetzt auch unser Essen hier fertig sein, dass wir das noch einpacken können. Jetzt ist die Überlegung, was machen wir als nächstes? Ich würde gerne mal so einen Kaffee durchlaufen lassen. Das dauert auch nicht ganz so lang. Schauen wir mal, wie viel wir da rausbekommen. Zack, einmal bitte Kaffee. Los geht's. Und dann würde ich ganz gerne. Meersalz kommt erstmal hier rüber. Kohle packen wir hier erstmal noch mit rein. Und 2 Kupferbarren packen wir auch darüber. Die müssen nämlich, ein Kupferbarren muss mit ins Boot. Das brauchen wir nämlich für den Sextanten. Genau, da fällt mir auch an der Stelle gerade ein. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, wir treffen uns dann auf der anderen Insel. Ich hatte mich jetzt dazu entschieden, weil ich wollte, einen von den 3 Kupferstellen wollte ich schon mal alleine leerräumen. Wollte dann mit euch die anderen beiden machen. Problem bei der ganzen Story war allerdings, dass ich dann schon sowas von überladen war, inklusive dem Schiff. Als ich dann gesagt habe, okay, nee, ich fahre das jetzt einfach zurück und wir basteln hier jetzt noch mal ein bisschen was. Habe aber natürlich geguckt, was wir für den Sextanten brauchen. Das ist einmal ein Kupfer und wir brauchen hier Feder mit Tinte. Dafür haben wir alles soweit da, außer
ein Ei. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal losgehen und Harpien suchen. Da weiß man ja Gott sei Dank, wo wir welche kriegen. Ist jetzt nur die Überlegung, ob wir mit dem Boot fahren oder ob wir das eher zu Fuß machen. Kurz mal schauen, hier ist noch genug Platz drin. Essen, trinken. Wir könnten uns gerade noch mal voll trinken, jetzt wo das Wasser hier kommt. Den hatte ich, glaube ich, schon voll, ne? Genau. So, jetzt sind wir voll getrunken. Das passt. Was zu essen haben wir im Boot. Gucken wir mal eben auf die Karte. Also, wir müssten holen Eier. Dafür brauchen wir Harpien. Harpien finden wir am schnellsten hier. Ne, da gehen wir gerade zu Fuß hin. Dann latschen wir hier einmal durch. Dann sollte das passen. Wir haben die Steinspeere, die wir brauchen. Das passt zum Harpier auseinandernehmen. Müsste ich auch alles da haben. Dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum. Nochmal ein Lampenöl und mache die Fackel wieder heile. Ich glaube, hier waren die beiden. Dann packen wir noch eins ins Boot, dass wir für unterwegs auch noch was haben. Und dieses hier repariere ich gerade. Sieht gut aus. So. Dann einmal das Lampenöl rein, dass ich es nicht wieder vergesse. Und dann haben wir alles, was wir brauchen, oder? Sieht gut aus. Wir haben die Speere. Ich glaube, noch eine Ersatzspeere brauche ich nicht einpacken. Das Messer. Ich glaube, ich packe mein Kupfermesser schon mal ein. Könnten wir eventuell gebrauchen. Schmeiß mal den Hammer noch hier rüber. Na, ist schon voll. Es ist echt unglaublich, wie voll diese Kisten werden und wie schnell vor allem auch. Ich glaube, den können wir zerlegen. Den brauche ich jetzt nicht mehr aufheben. Ich könnte generell einfach die Sachen zerlegen. Ne? Ah, der hat mir nicht mal was zurückgegeben. Naja gut, ist egal. So, dann lass uns mal eben losflitzen. Ich nehme jetzt auch nichts mit. Das Einzige, was ich unterwegs noch holen würde, wären Stöcker. Wenn wir denn welche kriegen. Und zwar die langen, glaube ich. Und das war's. Vielleicht fällen wir uns auf dem Rückweg noch einen Baum. Dass ich hier noch meinen Baumstamm rumstehen habe. Weil zwar da mal wieder was brauchen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir mit der jetzigen Aufstellung, sobald wir ein Ei haben, dann einfach nur kurz darüber fahren müssen. Kupfer habe ich jetzt auch erstmal genug, würde ich sagen. Ziel wäre jetzt auch erstmal Leder. Aber dafür müssen wir halt erstmal nochmal ein paar Wildschweine jagen. Weil die anderen Tiere geben halt anderes Leder. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll. Wie weit sind wir denn hier jetzt von so einer Lederstelle wieder weg? Ist schon ein gutes Stück, was wir da laufen müssten. Ne? Kurz noch mal gucken. Aber wir sind schon ganz reingescrollt. Da hinten wäre noch einer. Hier rechts hätten wir noch welche. Ja, wir gucken mal. Wir holen erstmal das Ei. Vielleicht kriegen wir ja auch keins. Dann müssen wir eh weitersuchen. Und dann kann ich auch noch mal losgehen wegen dem Leder. Die nehmen wir mit. Ich muss nämlich bald mal wieder Kohle machen. Stimmt, Stöcker, die würde ich, glaube ich, auch immer einpacken wollen. So, hier links rum müssten wir schon da sein. Da sehe ich das Nest schon und ich höre auch schon die entsprechende Musik. Wisst ihr? Ja, komm, nehmen wir mit. Und das Nest. 8 Eier, Leute. Okay, das ist wesentlich mehr, wie ich erwartet habe. Wie viel Platz haben wir noch? Ach, genug, komm. Dann gehen wir jetzt doch erstmal nochmal darüber. Da ist, fängt der Wald nämlich schon an, wenn ich das richtig erkenne. Da hinten glinstert wieder irgendwas. Was habe ich hier wieder übersehen? Oder war ich hier? Ne, ich war hier einfach noch gar nicht, ne? Ein Vorteilspunkt, den wollte ich direkt hier in das Getränkedingen packen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir können aktuell 100 nehmen. Jetzt können wir 110 nehmen. Okay, das heißt also, dass wir länger mit dem Wasser auskommen. Ich glaube, das lasse ich jetzt auch so stehen. Essen haben wir eigentlich keinen Stress mit. Besserer Schlaf wäre vielleicht nochmal eine schöne Sache. Für die Energierückgewinnung. Und das hier wäre eigentlich auch cool. Aber da brauchen wir uns jetzt erstmal noch nicht drum kümmern. So, jetzt müssten wir aber schon quasi da sein. Ne? Ja, wir laufen. Habe ich den schon kartografiert? Selbst wenn nicht, brauchen wir nicht mehr. Hier rechts müssen wir lang.
Hoffentlich ohne Wildschwein. Mal gucken, ob das hinhaut. Ist aber auch ein Sauwetter. Warum hört das nicht auf? Oh, das ist das große Schwein. Ja, komm. Aber das mit dem Block, wenn man das erstmal raus hat, dann läuft das eigentlich. Und das war jetzt das Schwein, was ich nicht tragen konnte. Ach, das gibt mir aber trotzdem frische Haut, Leute. Wildschwein-Trophäe. Kann ich das überhaupt alles tragen? Nee, kann ich nicht. Ich weiß, dass wir das alles für irgendwas benutzen konnten. Warte mal, wir machen das mal anders. Wir holen erstmal das, was wir auf jeden Fall brauchen. Das sind die Sachen. Minus 65 sind wir also immer noch nicht so weit. So, dann machen wir jetzt erstmal das Knochenmesser kaputt. Das schon mal erledigt hier und dann zerstöre ich das oder behalte ich das. Knochen habe ich ja erstmal genug. Wenn ich es jetzt zerstöre, hätte ich wieder ein halbes Kilo mehr zur Verfügung. Guck erstmal, was ich brauche, um das andere Ding zu reparieren. Das ist, glaube ich, am sinnigsten. So, dann hätte ich gern das, das, die drei und die vier, den Kopf. Boah, 50 Punkte schon wieder. Level 4 im Häuten, okay. So, was brauchen wir zum Reparieren von dem Kupferdingern? Wahrscheinlich ein Kupferbarren. Aber ich kann es trotzdem on the run machen. Okay, nee, dann würde ich mich von dem Knochenmesser tatsächlich verabschieden. Das brauchen wir nicht mehr. So, dann haben wir das schon mal weg. Und ja, die Äxte behalte ich jetzt natürlich erstmal noch. Wir müssen aber immer noch irgendwas loswerden. Den hier. Tausche ich aus und dann müsste ich den doch auseinandernehmen können. Dann kriegen wir einen langen Stock zurück. Mal gucken, ob das schon reicht fürs Gewicht. Natürlich nicht. Die wiegen auch nicht viel. Die auch nicht. Das wiegt 3. Ich weiß gar nicht mehr, was man damit noch machen konnte. Suppe. Köstliche Mahlzeit. Grundlegende Funktion. Wiederherstellung von Nahrung und Wasser. Und Heilung. Wir brauchen einen Herd mit Topf, Leute. Kann ich den bauen? Herd mit Topf. Jo, muss ich mir einfach nochmal einen Topf machen. Der Rest sollte kein Problem sein. Okay, nee, dann schmeißen wir das natürlich nicht weg. Die Wildschweinhaut. Habe ich keine Rezepte. Das ist nur ein dekoratives Element. Ist also quasi so eine Art Teppich. Haben wir ja schon einen zu Hause. Den würde ich dann auch auslegen. Den hier schmeiße ich weg. Und damit bin ich wieder in der Lage zu laufen. Warum ist das so dunkel? Weil es mitten in der Nacht ist. Und ich habe meine Brille mit mir genommen. So, da sind wir wieder. Entschuldigung, da habe ich vergessen, das Telefon abzustellen. Genau, wo waren wir denn jetzt stecken geblieben? Wir hatten dieses schöne Schweinchen hier, haben wir schon komplett zerlegt. Da dürfte nichts mehr übrig sein. Bewegen können wir uns auch. Irgendwo wollte ich doch noch hinrennen mit euch. Oder hatte sich das... Nee, das hatte sich erledigt, weil wir ja schon die Seen bzw. die Häute bekommen haben. Und wir haben jetzt eh keinen Lagerplatz mehr, also kann ich im Prinzip nach Hause rennen. Und ich sehe gerade, es ist auch saudunkel draußen und das bleibt auch so. Dementsprechend werde ich jetzt eben offscreen nach Hause rennen und hole euch dann gleich wieder dazu, wenn wir zu Hause sind. Und dann machen wir weiter. So, da sind wir wieder. Wir können direkt jetzt einmal Feder und Tinte bauen. Das machen wir auch. Dann ist das nämlich schon mal erledigt, dann kann ich das nicht vergessen. Dann wollte ich einmal hier noch die Haut fertig machen. Verarbeitete Haut. Zack, machen wir gleich alle 3. 2 Stunden sollten wir hinkriegen. Los geht's. Und dann können wir daraus... Ah ne, wir müssen die tatsächlich erst durchtrocknen, sonst wird das nichts. Letzte, können wir das Ding eigentlich auch upgraden? Ne, scheinbar nicht. Na gut, dann lassen wir das mal trocknen. Während wir schlafen. Und dann hatten wir jetzt noch rausgefunden, dass es eine Kochstelle gibt. Das heißt, wir werden jetzt, wobei, stopp, bevor ich die abreiße, erstmal gucken, was wir dafür brauchen. Da ist der Herd mit Topf. Einen langen Stock.
Drei Steine ist kein Problem, aber ich brauche noch zwei lange Stöcker. Kriege ich die irgendwo? Hier wahrscheinlich, wenn. Da sind keine mehr drin. Ich habe nur eine in der Tasche. An langen Stöckern wird es wohl hapern. Dann müssen wir vielleicht nochmal los. Nee, hier brauche ich nicht gucken. Wenn, dann unten noch irgendwo. Ich wollte eigentlich welche mitgebracht haben, aber ich habe natürlich keine gehabt. So, da nochmal gucken. Das können wir schon mal mitnehmen. Leider nicht, das ist ja ärgerlich. Mal hier schon mal das Tintenzeugs reinpacken, genau. Nee, wir haben keine langen Stöcker. Da müssen wir wohl noch mal ran. Schade eigentlich. Weil die können wir auch einfach beim nächsten Mal mitbringen. Schlafen wir jetzt erstmal, dass hell wird. Essen vorher noch eine Kleinigkeit. Mal hier drin. Der Kaffee. Ich hole noch mal eben das Salz. Und dann legen wir da noch mal was rein. Wie viel Salz habe ich noch? Ja, eins wird wohl reichen. Dann gucken wir die Rezepte noch mal eben durch. Also, ich könnte machen. Noch mal hier dieses Zeug. Datteln habe ich keine. Fisch habe ich keinen. Ich könnte Fleisch trocknen. 16 Nahrung. Nö, das Fleisch koche ich mir dann ab und trockne lieber das. Dann hole ich mir jetzt noch mal eben zwei von dem Speck. Dann lege ich die da rein. Dann können die auch trocknen, bevor wir losgehen. Und das Fleisch koche ich dann gleich ab, wenn wir aufgestanden sind. Im Moment haben wir ja eh nicht das Problem. Ach so, wobei, Quatsch, ich wollte ja erstmal was essen, ne? Das habe ich schon wieder vergessen. Zack, das ist drin. Dann gehen wir nochmal runter. Wir haben ja genug. Ist ja alles da. Ich muss es nur zu mir nehmen. Nur noch was Frisches. Nichts Frisches mehr. Wie lange bist du haltbar? 280 Tage, 267 Tage. 8 Essen dazu. Und das gibt 16 Essen. Ja, nee, wisst ihr was? Da haue ich mir jetzt die Kokosnuss in den Kopf. Eier habe ich ja auch noch. Craften. Gucken wir gleich mal, was wir mit den Eiern alles machen können. Essen. Erstmal mit dem Kaffee. Baupläne. Kann ich mir ein Kaffeegetränk draus machen? Auch am Herd mit Topf. Okay. Dann kommt der Kaffee erstmal mit in die Kiste, damit er mir nicht verdirbt. Und was wollte ich noch? Eier wollte ich noch nachgucken. Können wir einmal gebackene Spiegeleier machen, Brotfrucht, dann diese Lehm-Eisalbe. Hätte ich auch eigentlich was für da, gegen Verbrennung. Da mache ich mir, glaube ich, auch zwei Stück von. Und den Rest verkochen wir dann zu Eiern. Okay, los geht's. Da haben wir noch was von. Und ich glaube, hier haben wir auch noch was von. Dann schlafe ich jetzt erstmal schnell. Das mit dem Essen immer noch nicht gereicht. Was haben wir denn noch? Ich nehme noch irgendwas an Obst hier. Lampenöl. Pilze. Dann esse ich halt noch so eine. Kann ja nicht angehen. Weil die gibt, glaube ich, gar kein Essen, ne? Na gut, dann kochen wir erst. Was soll's. Gib mal das Fleisch her. Speck und so kann bleiben, wo es ist. Kurz einmal hier reingeguckt. Was war für diese Lehm-Eisalbe? Können wir die noch gar nicht? Brauchte ich dafür den Fortgeschrittenen? Die Lehm-Eisalbe geht. Fortgeschrittene Chemiewerkbank. Wir brauchen sie. Aber wir brauchen sie ja auch fürs Upgrade. Nee, das schaltet die Rezepte dafür frei. Ja gut, dann können wir das ja noch gar nicht machen. Dann lass uns hier mal einmal ein Feuerchen anzünden. Los geht's. Schnell mal was zu essen abkochen. Die Eier wollte ich machen. Und das Fleisch wollte ich auch machen. So, jetzt ist die Energie natürlich komplett ausgelutscht. Aber ist, wie es ist. Muss noch was essen, sonst bringt das alles nichts. Und jetzt. 8 Stunden können wir eigentlich auch durchschlafen. Bis zum nächsten Morgen.
dann ist auf jeden Fall alles wieder hergestellt. Und Essen und Trinken kriegen wir ja auch gleich hin. So, das ist schon fertig. Sehr schön. Können wir direkt das nächste Meersalz hier noch rausholen. Und unten nochmal die zwei Speck, dass wir das auch haben. Hier können wir auch noch einen hinzufügen. Das Ei schmeißen wir rein, das Fleisch schmeißen wir rein, das kommt rüber, das kommt rüber. Das muss ich gleich wieder zurückpacken, kann ich ja nichts mit anfangen. Und hiervon nehme ich mir nochmal zwei. Okay, also wir kommen langsam auf ein Niveau, wo ich sagen muss, ich glaube, die Überlebenschance, die wir haben, ist wesentlich gestiegen die letzte Zeit. Das kommt da rein. Was macht man eigentlich mit diesen Zähnen? Harpunen. Okay, dann kommen die hier rein. Der lange Stock auch. Trocknete Haut, verarbeitete Haut. Guck mal, die tierischen Sehnen können wir auch noch verarbeiten. Schon wieder voll? Nee. Tierische Sehnen, die musste ich, glaube ich, auch hier machen. Genau. Und was hatte ich noch? Okay, das wird noch dauern, bis das durch ist. Was brauchen wir? Eine Rinde und 10 Wasser. Und wieder Schmerzen. Schmerzen. Wo ist meine Kanne? Da. Es regnet ja auch gerade noch so schön. Das bietet sich ja an. Eine Rinde brauchen wir noch. Und dann stellen wir uns mal so ein Leder her. Wie geht das mit dem sauberen Wasser? Wassertank. So geht das. Platzieren. Los geht's. Neue Rezepte. Stück Leder. Baupläne. Jetzt haben wir die Lederkleidung. Ein ordentliches Bett. Ach jo, der Lederrucksack. Dann können wir das Ding doch jetzt endlich mal reparieren, oder? Können wir. Ne, so rum. 61, jetzt können wir mehr Gewicht tragen. Das ist schon mal super. Wie sieht's aus? Der braucht noch einen Moment. Und der braucht auch noch einen Moment. Könnten uns jetzt noch ein paar Werkzeuge herstellen, aber die Axt habe ich eigentlich schon. Die Spitzhacke wäre noch interessant, aber ich habe keinen. Für die Spitzhacke habe ich ja nichts. Was brauche ich denn dafür? Mal hier nochmal gucken. Kupferspitzhacke. Ach, die braucht einfach nur Kupfer. Ja dann, das kriegen wir ja noch hin. Dann basteln wir die nämlich auch noch. Jetzt habe ich die anderen Zutaten wieder vergessen. Ich glaube, es war so eins und so eins. Passt. Hammer fehlt. Den habe ich, glaube ich, hier reingeworfen. Nope. Dann war es oben. Da ist er. Guck mal, so langsam. Haben wir auch noch eine Kupferspitzhacke. Die Steinspitzhacke hat 65. Die hat 481. Hat eine Effizienz von 150. Also auch viel, viel besser. Ja, cool. Das passt. Also wir könnten jetzt im Prinzip zurückfahren und den Sextanten reparieren. Zeitlich würde das genau passen. Ich fülle mal einmal mein Ding hier wieder auf. Trinken kann ich auch noch mal zwei Schlückchen. Das Ding ist auch noch voll. Okay, also Wasserreserven haben wir genug. Wir wollten noch kochen. Die Kochen hatte ich auch schon fertig gemacht. Da brauche ich jetzt nicht drauf warten. Das macht wenig Sinn. Verarbeitete Haut. Also eine müssten wir noch drauf warten. Was kosten denn diese schönen Lederklamotten, wenn wir jetzt die guten hier herstellen wollen? Die kosten richtiges Leder. Atmungsblase. Cool. Können wir unter Wasser besser atmen?
So einen Bogen wollte ich auch schon längst gebaut haben, ne? Vier lange Stöcker und ein Lianenseil. Echt nochmal los, jetzt nochmal langen Stöcker besorgen. Lianengürtel. Nee, da sehe ich mich jetzt gerade noch nicht. Seil aus Häuten. Wo stellt man das wieder her? Hier? Hier wird das hergestellt. Auch wieder getrocknete Haut nötig. Okay, also ich merke schon, wir brauchen mehr Tiere. Beziehungsweise, um es besser auszudrücken, wir brauchen mehr tote Tiere. So, dann holen wir noch mal eine Kohle. Leider nicht genug Stöcker, um noch mal welche aufzusetzen. Die muss ich unbedingt mitbringen. Und das ist auch schon meine letzte Kohle hier. Das ist ja alles nicht so schön. Das Ding läuft. Da ist jetzt gerade nichts drin. Nee, das wird jetzt so auf die Schnelle nicht fertig werden. Okay, gut, dann machen wir das folgendermaßen. Ich habe ja jetzt im Prinzip alles, was wir brauchen, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, ich werde jetzt einmal mit dem Boot rüberfahren. Werte sind ja soweit okay. Essen habe ich hier noch drin. Dann haue ich mir mal eben hier sowas rein. Das kommt rüber, das kommt rüber. Das brauche ich gleich. Und dann brauche ich noch das Ding. Ansonsten, das Messer habe ich schon getauscht. Speere, habe ich noch Speere? Nope, dann nehmen wir den auch noch mit. Gut, dann segeln wir jetzt noch mal einmal rüber zur anderen Insel. Und dann machen wir gerade die Mission noch fertig, würde ich sagen. So, da sind wir. Haben auch wunderbares Wetter. Besser geht's also nicht. Habe ich jetzt alles eingepackt. Waffen. Könnten kurz noch mal was essen und trinken. Was gönnen wir uns diesmal? Hier so ein Spiegelei. Ja, hauen wir uns gleich zwei Stück rein. Die Spitzhacke brauche ich nicht mitnehmen, weil so weit laufen wir diesmal nicht. Ich weiß halt auch noch nicht, was wir mit dieser Tengu-Haut zum Beispiel machen. Oder mit diesem Knochen. Ist einfach Abfall. Okay, also die bringen definitiv schon mal nichts. Halt, wir brauchten noch lange Stöcker, oder? Geht noch nicht. Schade eigentlich. Können wir gleich nochmal gucken, ob ich da nochmal einen kurzen Umweg laufe. Mal sehen, was wir hier freischalten. So, hier haben wir erstmal Mr. Skorpion wieder an der Backe gleich. Ach, die sind schon tot. Na gut, dann ist das auch kein Problem. Nehmen wir mal ein bisschen was von dem Totholz hier mit. Los geht's. Gibt es auch keine Rezepte? Ist das auch wieder was zum an der Wand hängen? Knochen und so nehmen wir alles mit. Genau, ich wollte hier noch die Stöcker rausholen. So viel Zeit muss sein. Jetzt haben wir eine leichte Überhitzung. Na herrlich. Hier werden wahrscheinlich auch noch Viecher auftauchen. Keiner mehr da. So, jetzt sind wir hier. Und irgendwo hier um die Ecke. Ist hier was drin? Natürlich nicht. Hier auf der Insel ist scheinbar immer schönes Wetter. Ah, ich falle jedes Mal wieder drauf rein. Auf mit uns. Also, fangen wir mit dem Sextanten an.
Repariere Sextant, habe ich gemacht. Zeichne eine Karte. Machen wir. Ach, dafür brauchte er den Sextanten. Den können wir mitnehmen. Und die Karte auch. Also sind scheinbar hier, Copper Island. Da gibt es noch irgendwas zu holen. Und hier unten gibt es auch noch ordentlich was zu machen. Unterwassertempel wird wohl das hier sein. Erst sind sie dahin. Dann sind sie zur verregneten Insel. Wird wohl eine von denen hier sein. Dann zur nebligen Insel. Dann zur windigen Insel. Und danach noch zur Eisinsel. Und das ist wohl eine Steininsel. Da ist noch gar keiner gewesen. Okay. Was soll man machen? Hole weiße Dürrwürz und hole lila Koralle. Zeigt er mir denn auch wo? Ne, zeigt er mir nicht an. Müssen wir nochmal gucken, wo wir das Zeug herkriegen. Kann ich hier oben eigentlich noch irgendwas anderes machen? Ne, unsichtbare Wand. Komme ich nicht durch. Üdi, dann einmal runter. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas rumliegen haben, was ich mitnehmen kann. Wenn wir jetzt eh schon hier sind. Habe ich noch eine von den Häuten? Ne, habe ich weggepackt. Schade. Die hätte ich sonst da einfach mal reingepfeffert und beim nächsten Mal wieder mitgenommen. Hier lag noch Zeug. So, geht. Gut. Dann sind wir hier auf dem Inselteil erstmal wieder durch. Das heißt, wir müssen zur nächsten. Was ist denn das da? Lila Koralle. Hydrilla. Hydrilla brauchen wir nicht, aber lila Koralle. Wollen wir da nochmal einen kleinen Weg machen? Glaube ich, schon wieder falsch abgebogen. Hier komme ich doch immer durch. Und hier? Und dann hier rechts, genau. Schon 100 Mal lang gelaufen und trotzdem kann ich mir den Weg irgendwie nicht merken. Genau, ist richtig. Und dann hier rüber. Ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt noch schnell. Dann holen wir uns mal einmal noch mal so eine lila Koralle. Vielleicht haben wir ja Glück und das geht recht geschmeidig. Und dann müssen wir nur noch mal gucken, wo wir diesen Dürrwurzkram herkriegen. Eine Stöcke hätte ich eigentlich noch gern gehabt, aber dafür müsste ich jetzt auch wieder ewig weit laufen. Ja, die holen wir bei uns auf der Insel. So wild ist das jetzt nicht. So, dann noch einmal kurz gucken. Da muss ich hin. Also irgendwie hier die Kurve kratzen. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt einfach geradeaus. Also quasi hinter dem Stein. Was sind das für Geräusche? Hier irgendwo. Halt, da könnte was sein. Kurz mal gucken, ob das das war. Jetzt hänge ich fest. Keine Ahnung, wofür das ist.
Ah, ist essbar. Ist einfach was zu essen. Okay, wie praktisch. Laden wir mal ein bisschen was um, sonst sind wir nämlich gleich unter Wasser überladen. Das wäre eine Katastrophe. So, haben wir alles leer. Wir müssen irgendwie noch rechts rum. Ich bin völlig falsch gefahren. Hier irgendwo müsste es sein. So, hier irgendwo soll es das eine geben. Ganz schön tief. Genau drauf zu. Wie ich halt einfach so gar nichts sehe hier. Ich bin auch noch nicht ganz da. Da ist es doch. Das ist aber die, die wir schon haben, glaube ich. Ja, Hydrilla haben wir schon. So, noch einmal an Bord. Hopp. Und dann müssen wir noch mal ein Stück nach links. Ja, genau in die Richtung. Ist ja im Prinzip sind wir gleich wieder da, wo wir hergekommen sind. Ein Stück nach rechts. Also hier irgendwo direkt unter uns müsste sich das Zeug befinden. Jetzt genau da, wo wir sind. Los geht's. Ja, ich glaube, das sind diese dicken Dinger hier hoffentlich. Ne. Das ist es nicht. Da, das da bestimmt. Ja, lila Koralle, da hinten ist noch eins. Und noch mehr. Halt keine Ahnung, wie viel wir davon brauchen. Aber wir nehmen mit, was wir kriegen können. Wo ist mein Boot? Da. Na komm, steig auf. Oder schmeiß dich wieder runter. Das geht auch. So. Hat keine Haltbarkeit, das Zeug. Gucken wir nochmal eben rein. Die windige Insel. Effekt freigeschaltet, Wasser des Lebens, Heilkrankheiten. Wir müssen unbedingt mal die Bücher lesen, die ich zu Hause noch habe. Ne? Die bringen ja scheinbar auch richtig coole Sachen. So, Meeresressourcen. Dokument ansehen. Die haben wir, die haben wir. Dann fehlt noch diese hier. Okay, vielleicht müssen wir doch noch mal. Roter Seetang. Man findet ihn auf dem Meeresboden, wenn man in der Nähe der großen Felsen taucht. Normalerweise wächst er bei einer Ansammlung von roten Korallen. Wir gehen nochmal runter. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht doch diese Dinger hier sind und ich einfach nicht nah genug dran war oder so. Da ist noch so ein Seestern. Ja, also die scheinen es echt nicht zu sein hier. Dem kannst du auch nichts machen. Ansammlung von roten Korallen. Waffen kann ich unter Wasser nicht ziehen. Da ist noch eine von den anderen. Nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir hier? Hier sehe ich jetzt auch nichts. Okay, wisst ihr, was ich noch mache? Ich glaube, ich müsste im Boot noch Kohle haben. Dann würde ich hier auf so einen Felsen einfach gerade drauf hüpfen und nochmal kartografieren. Vielleicht zeigt er mir das dann an. Die anderen beiden hat er mir ja angezeigt. Kohle hatte ich noch. Genau, perfekt.
Ist ja jetzt ein Hai im Wasser oder was? Oh ja. Oh, der macht auch übelst Schaden. Verdammt, ich sterbe. Wenn der nochmal beißt, bin ich weg. Das ist ja nicht so cool. Kartierung. Aktuelle Höhe 1. Kommen wir hier noch ein bisschen rauf irgendwie? Sieht nicht so aus. Aber ist egal, wir kartieren jetzt trotzdem. Und da ist mein Dürrwurz. Und der Hai. Toll, und mein Boot ist da ganz hinten. Na los, komm. Er hat gerade die Agro verloren. Jetzt hat er sie schon wieder. Boah, das war knapp. So, im Prinzip muss ich einfach nur geradeaus dazwischendurch. Machen wir das. Und dann bin ich im Prinzip auch schon wieder mittendrin, statt nur dabei. Gut, aber bevor wir jetzt noch viel, viel länger machen, machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt schlafen und werde euch in der nächsten Folge dazu holen, wenn wir nach den restlichen Sachen tauchen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Kommis, eure Likes und eure Abos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.